Die Reise bis hierher. Die Gussfestung war trocken, doch der Reiter entfesselte das Wasser. Und dann jauchzten die Erschaffer, denn ihre Schmiede brannte wieder. In ihren Feuern machten sie einen Schlüssel, der Stein erwecken konnte. Ja, Leute, machen wir mal weiter hier mit Darksiders 2. Ja, fortsetzen. Gut, ich muss jetzt ganz kurz mal einen Überblick verschaffen, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Oh, hier ist eine Kiste. Es wird Zeit, dass du etwas findest. Okay, gucken wir mal. Wir haben jetzt die Handschuhe. Ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Gut. So, da haben wir die Möglichkeit, genau, das zu aktivieren. So, versuchen wir es nochmal. Mal mit dem Typen, also mit dem Stein hier. Aber dieses Mal. Ach so, okay. Interessant. Okay. Oh shit. Ging aber schnell. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay, gucken wir mal. Es gibt ja sowieso nur noch eine Möglichkeit hier. Oh. So. Ich denke mal, dass wir gleich wieder so einen Stein aktivieren können mit dem Erschafferschlüssel. Dann haben wir die Möglichkeit, das hier alles freizuräumen. Aber vorerst müssen wir daran vorbeilaufen. Aber das sollte kein Problem sein. Denke ich. Ja, lass mich mal jetzt kurz überlegen. Ich denke, ich bin mit dem Gedanken hier richtig. Oh nein, falsche Richtung. Falsche Richtung. Ugh!
Und tot. Wo ist der andere? Ah, da. Und tot. Tja. Die Frage, die sich mir jetzt stellt. Wir können das ja jetzt aktivieren. Das war schön und gut, aber wie bringe ich das Teil nur rüber? Ach so. Oh. Alles klar. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. So, jetzt aber. Versuchen wir mal. Jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit, die ganzen Kisten. Oh, verdammt. Okay. So. Geil. So macht das Zocken Spaß. Wir sollten das nicht zu leicht nehmen. Es könnte aber auch sein, dass sie uns fertig machen. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Kurzer Moment. Das hätte ich gern. Okay, dann geht's los. Kommen wir jetzt auf die Treppen hoch? Ich weiß es nicht. Coole Funktion. So. Da ist irgendwas Gutes drin. Schlüssel bestimmt. Schlüssel oder Ausrüstung? Schlüssel oder Ausrüstung? Oh, geil. Ja, Dornen. Wer braucht denn schon Dornen? Kraft und Verteidigung steigt dadurch. Das nehmen wir. Das hat's gelohnt. Gut. Was ist das? Okay, vielleicht haben wir hier die Möglichkeit, dadurch den Schlüssel zu kriegen. Vielleicht. Vielleicht. So, ich weiß schon ganz genau, was ich mit dir machen werde. War doch klar, dass sie kommen. Komm schon. Shit. Jawohl. Ich sehe nichts. Oh, der hat mich getroffen, miese. Jawohl. Nein, okay, also dafür sind wir zu klein. Ja, lass mich jetzt kurz überlegen. Das ist jetzt eine ziemlich gute Frage, was ich damit anstelle. Was soll ich jetzt nur machen? Ich will da irgendwie rüber. Nee.
Ach so, klar. So klar. So, jetzt kriegen wir den Schlüssel. Ja, genau. Da haben wir den doch. Okay. So, jetzt muss ich nur gucken, kann ich irgendwie hochklettern? Ja, kann ich. Oh. Nein, das war falsch. Ich passe mit dem Koloss ja niemals durch die Tür. Niemals. Okay. Nicht weiter tragisch. Schon. Ah, Junge. Reicht's aber, komm her. Ja, wir brauchen wieder das große Koloss, damit wir da durchkommen. Ja, hier gibt's einiges zu sehen und zu machen. Das dauert auch dementsprechend, bis wir zum Endboss kommen und ein bisschen mehr Action haben. Aber es wird noch interessant und ziemlich cool, also Geduld. So, machen wir die auch noch kaputt. So. Sehr gut, sehr gut. Und was kriegen wir? Eine Verlieskarte. Toll. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, da kriegen wir was Besseres. Okay. Warte. Ich hab was vergessen. Ja. Ach, da können wir das vielleicht aktivieren? Doch, ich denke schon, oder? Bevor wir jetzt einfach stur weiter geradeaus gehen, würde ich gerne... Oh, scheiße. Kann ich mich nicht... Ah, doch, so. Weil das scheint eine Kiste zu sein. Und die nehme ich jetzt auch. Ja, sehr gut. So. Sehr gut. Haben wir neue Schuhe. Ja, mittlerweile müssen wir in Verteidigung sehr gut sein, aber Angriff fehlt mir leider noch. Das heißt, wir müssen unsere Waffen auf jeden Fall mal verbessern. Wir haben jetzt 17.224 Gold. Das heißt, dass wir im Endeffekt bald die Möglichkeit hätten, uns zu verbessern. Das machen wir auch. Oh, scheiße. Falsche Taste. Ach ja, im Übrigen, das war das, was, also das hier ist das, was der Erschaffer meinte mit keine Seele, aber ist lebendig. So. Okay.
Sieht doch schon ziemlich gut aus. Ich wusste, dass da irgendwas passieren wird. Ich wusste es. Okay. Oh, der ist ja immun gegen. Oh, verdammt. Oh, verdammt, oh, verdammt. Jetzt reicht's aber. Okay, ich mache euch jetzt fertig. Okay, Leute, ich bin richtig gut drauf heute. Jawohl. Und der nächste, komm her. Oh, der wird schon zerstört. Sehr gut. Und? Sehr gut. Der nächste, bitte. Der nächste. Kann ich ihn nur umbringen? Wie ging das nochmal? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, verdammt. Alles klar, das dürfen wir auf jeden Fall... Wir dürfen nicht denken, dass er zu leicht zu besiegen ist. Verdammt, oh, ich bin da voll reingelaufen. Verdammt. Okay. Ich muss mir was überlegen. So, jetzt aber. Sehr gut. Das habe ich jetzt wirklich nur geraten. Jetzt bin ich mal dran. Und... Schon, ich mach dich fertig. Yes. Der nächste, das müssten jetzt mehrere sein. Genau, das ist der. Immer wenn er anfängt zu schießen, kann ich auf dem... Oh, verdammt. Ah, oh, komm schon. Nein, der. Okay, jetzt hat er ein Schutzschild. So, jetzt aber... Nein, 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 nein. Sehr gut. So, jetzt bin ich mal dran. So... Und tschüss. So, der nächste bitte. So, der nächste bitte. Okay. So, wo haben wir den nächsten? Da haben wir den. Oh nein, falscher Typ. Ah, oh, verdammt. Komm schon. Wir dürfen die nicht zu unterschätzen dürfen. Komm schon, jawohl. Jetzt bin ich dran. Das war's mit dir. Komm schon. Combo. Oh, verdammt. Zwei auf einmal. Sehr gut, komm schon, Power. Das ist ja voll schlecht. So, wo haben wir den nächsten? Oh, Reaper-Gestalt, sehr gut. Aber... Verdammt. Ich kann den Reaper-Gestalt noch nicht annehmen. Shit, ich hätte das nicht verschwenden sollen. Ja. Oh, shit. Okay, komm schon. Nein, ihr greift den Falschen an, verdammte Scheiße. Oh, shit. Shit. Der macht uns volle Kanne fertig, Leute. Oh, das ist das letzte Mal, dass ich meine Reaper-Gestalt dafür verschwendet habe. Verdammt, war das schwer. Boah, ich dachte schon, der wird uns umbringen. Okay, was haben wir hier? Sehr gut. Ach, Leute. Oh nein, ist das dein Ernst? Oh, shit. Boah, kurzen Moment, Leute, kurzen Moment.
Okay, ich muss jetzt mal gerade ein Schlückchen Wasser trinken. Verdammte Scheiße, die machen uns fertig. Oh shit, zu spät. Zu spät. Ah. Nein, jawohl, den haben wir schon mal. Ah, shit, beeil dich. Ja. Ah, shit, der zieht uns. Ey, wir haben. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Ich bin gestorben. Super, ich bin gestorben. Super, toll. Nur weil wir die Reaper-Gestalt nicht annehmen können. So eine Scheiße aber auch. Nochmal. Okay. Wenigstens haben wir die Möglichkeit, jetzt gleich die Reaper-Gestalt anzunehmen. Das nehmen wir aber nicht bei dem ersten, sondern wenn die zwei Gegner kommen, Mann. Und dann geben wir richtig Gas, Leute. Oder? Was geht denn jetzt ab? Okay, den ersten haben wir schon mal. Ja, komm schon. Komm schon. Ich mache euch alle fertig. Oh, shit. Und zack. Der nächste bitte. So, gucken wir mal. Nein. Oh, ist das jetzt... Scheiße, ist das dein Ernst? Oh. Scheiße, wir haben die Reaper-Gestalt verschwendet. Verdammt. Scheiße. Umsonst, unnötig. Fuck. Das war ja gar nicht das, was ich drücken wollte. Miese Krise, Leute. Miese Krise. Habe ich dann wenigstens noch die neue Waffe? Nein. Super, die habe ich auch verloren. Aber wenn der Typ jetzt kommt, dann haben wir ein Riesenproblem. Scheiße. Was jetzt? Was jetzt? Oh, das Spiel ist gerade stehen geblieben. Okay. Jetzt bin ich dran. Komm schon. Ich brauch die Reaper-Gestalt, Baby. Komm schon. Ah, shit. Das war etwas hardcore. So, wir zerstören jetzt erstmal den hier. Verdammte shit. Verdammt. Ah. Shit. Jetzt aber. Shit, ich brauch die Reaper-Gestalt. Ich brauch die Reaper-Gestalt, Leute. Verdammt. Scheiße. Ey, lenk die mal bitte ab.
verdammt, wir sterben bald. Dauert nicht mehr lange. Können wir die Reaper-Gestalt annehmen? Nein. Natürlich können wir das nicht. Oh, shit, shit, shit. Ah. Okay, das war's erstmal. Wenn wir jetzt verkacken, haben wir richtig verkackt. Weißt du was, du regst mich ziemlich auf. Geh doch einfach nach Hause. Oh, oh verdammt! Ah. Verdammt! Oh shit, das wird so hardcore schwer. Verdammt Leute, es tut mir leid, aber es geht nicht anders. Oh, oh shit. Oh. Shit, der zieht uns alles ab. Verdammt. Jawohl, den ersten haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch den einen. Boah, Leute, mir schwitzen schon die Hände. Hahaha, geil. Yes. Boah, Leute. Ey, das war ein bisschen übertrieben, oder? Ein bisschen übertrieben, Leute. Was ist das? Lass es irgendwas Wertvolles sein, bitte. Ja. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. So, gucken wir uns noch hier ein bisschen um. Okay. Sehr gut. Boah, Leute, ich dachte echt, wir sterben jetzt gleich wieder. Junge, 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 Junge. Was für eine schwierige Geburt. Ja, das nehmen wir. Plus... Wir bleiben erstmal bei meinem. Wir nehmen das hier. Okay. Gut, ich glaube, das sollte erstmal fürs Erste reichen. Okay, ich habe eine Idee, verdammte Scheiße. Okay, das hat ja wunderbar geklappt. Leute, Leute, Leute. Ich habe gedacht, das schaffen wir niemals, war ehrlich. Das habe ich wirklich gedacht für einen kurzen Augenblick. Okay, lass mich mal kurz schauen. Jetzt müssen wir da irgendwie hoch, aber wie? Ich komme da irgendwie nicht hoch. Verdammt. Nein. Okay, nochmal. Neuer Versuch. Da ist eine Kiste, die hätte ich nämlich gerne. Genau. Boah, super, geil. Gucken wir mal schnell, was haben wir denn bekommen? Boah, das macht aber schon einen Riesenunterschied. Ey, wir belassen uns erstmal dabei. Und die andere Kiste, die müsste hier auch irgendwo sein. Ich glaube, hier auf der Seite. Ja.
So, nochmal. Und hier ist eine Kiste. Oh, warte. Alles klar. Erledigt. Okay. Ich glaube, das war's, oder? Ja, ich glaube schon. Ja. Warte mal. Warum habe ich die Möglichkeit, hier hochzuklettern, wenn ich das große Ding benutzen kann? Da ist ja noch einer. Aber, okay, ich hab ne Idee. Ich glaube, das, was wir machen müssen, ist erstmal zerstöre ich das da. Weil das geht mir echt auf den Sack. So. Danach. Ja, bevor ich aber meine Idee umsetzen kann, muss ich auf den hier aufsteigen. Genau. So, jetzt habe ich nämlich die Möglichkeit, wenn ich jetzt mit dem anderen Koloss auf das, jetzt habe ich die Möglichkeit, mit dem anderen Koloss auf jeden Fall den Aufzug zu aktivieren, so dass er dann nach oben kommt, so dass ich beide gleichzeitig nutzen kann. Das ist die Idee dahinter, die ich jetzt habe. Ich weiß es jetzt noch nicht, ob das mit der Umsetzung klappen wird, aber das probieren wir jetzt aus. So, ich vermute nämlich jetzt, wenn ich das hier mache, so, genau das, dann passiert nämlich das hier. So, kurzer Moment. Bleib hier. So, dann sollte nämlich jetzt Folgendes passieren. Wenn ich den jetzt wieder da raushole, dann geht der Aufzug runter. Aber ich brauche ja beide hier oben. Genau, das heißt, wir nehmen jetzt Nummer 1 erstmal nach hier. Okay. Oh, shit. Entschuldigung. So, jetzt. Und Nummer 2 sollte dann irgendwo anders gebraucht werden. Ich glaube, etwas weiter hinten. Genau hier. Oder? Ich würde gerne mal was probieren. Kurzen Moment, Leute. Was wäre, wenn... Warte mal. Ja, genau, das habe ich ja ganz übersehen. Es könnte aber auch sein, dass ich den vielleicht für die andere Stelle gebrauchen kann. Das weiß ich noch nicht. Das müssen wir jetzt überprüfen. Ich sehe auch schon auf der Karte eine weitere Kiste. Ah, oh shit. Gut, dass wir mit dem nicht runterfallen können. Was jetzt? Was passiert jetzt? Ich finde das zwar super und schön, aber... Okay, ich habe wieder eine Idee. Ja, okay. Alles klar, ich weiß jetzt, was das aktiviert. Wir müssen jetzt Folgendes tun. Wir gehen jetzt wieder erstmal mit dem zurück. Und dann gehen wir mit dem ersten...
dann dahin, wo wir gerade eben waren. Das heißt, wir machen jetzt erstmal das hier. Nein. Ja, okay, komm. Wir machen es auf deine Art und Weise. Nein. Ah, aber die Kiste haben wir gefunden. Okay. Alles klar. Nee. Ach, Leute, das war jetzt echt ein dummer Tod. Aber gut, das hat uns nach vorne gebracht. So. So, versteht ihr, was ich meine? So, jetzt haben wir die Möglichkeit, hier durchzugehen. Perfekt. Mal, wer stärker ist, du oder ich? Tja. Nein! Oh, scheiße. Das war jetzt ein dummer Tod. Nochmal. Ach so, okay. Oh, Scheiße. Verdammte Scheiße. Wie soll ich die denn bitte jetzt fertig machen? Okay. Ah. Junge, Junge, komm schon. Stufenaufstieg. Ah. Ihr habt sie nicht mehr alle. Ah, shit. Hast du sie noch alle? Kriegst du? Ja, den ersten haben wir. Der, oh shit. Ja, ja. Ist das jetzt gerade dein Ernst? Komm jetzt, eins gegen eins. Jetzt habe ich die Reaper, jetzt habe ich die Möglichkeit, die Reaper-Gestalt anzunehmen. Aber jetzt ist es auch zu spät, ganz ehrlich. Okay, wir haben jetzt eine neue Waffe. Und wir haben die Möglichkeit, einen Stufenaufstieg zu machen. So, gucken wir mal. Schnitter. Bei Ernte ist die Chance, bei Feinden einen kritischen Treffer zu landen, erhöht. Chance auf kritischen Treffer erhöht sich bei Ernte 15%. Unaufhaltsam Tod, überirdische Kraft wird über eine kurze Welle verstärkt. Kostet 200 Zornpunkte, erhöht die Stärke um 30, während
Fähigkeit, bla bla bla. Was haben wir? Endloser Zorn. Die Zorngeneration wird nach einem Teleportschlag für eine kurze Weile erhöht. Bei allen Feinden, die von Teleportschlag getroffen werden. Was ist ein Teleportschlag? Ich muss das jetzt mal herausfinden, Leute. Könnt ihr hier irgendwo Teleportschlag lesen? Nö. Was heißt denn bitte Teleportschlag? Was heißt das? Himmelskreuz. Meteorschlag. Okay. Okay. Was nehmen wir? Wir nehmen erstmal das hier. Gut, gut, perfekt. Oh, wir haben noch einen. Haben wir noch einen? Wir haben noch einen. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, wir nehmen. Das klingt cool. So, gucken wir mal. Ja. Okay. Geile Sache, Leute. Geile Sache. Geil, geil, geil. Okay, wir haben noch was. Geile Sache, Leute. Ich entdecke hier gerade richtig geile Sachen. Geil, geil, geil. Ja, und jetzt? Ich hatte noch eine neue Waffe gehabt. Wartet mal. Okay. Ja. Nein. Okay. Das war jetzt dumm. Neuer Versuch. Ja, ich sehe schon. Und noch eine Seite, jawohl. Okay, beide Seiten haben sich geöffnet. Ich weiß jetzt nicht, was die Seite bewirken soll.
Die sind noch alle. So, jetzt bin ich aber mal dran. Okay. So, jetzt habt ihr auch mal die Reaper-Gestalt gesehen. Hat Spaß gemacht, oder? Aber leider ist sie immer nur für kurze Dauer. Ja, wir haben nicht viel davon. Das scheint so, wenn wir jetzt einen Schritt weiter gehen, kommen wir auf den Endgegner zu. Nein, wir hätten die Reaper-Gestalt auf jeden Fall behalten sollen. Scheiße. Oh, ist das jetzt gerade dein Ernst? Wie soll ich den denn bitte fertig machen? Das bringt nichts. Scheiße. Nicht genug. Nee, das bringt nichts. Das bringt absolut nichts. Ich kann so viel draufschlagen, wie ich möchte. Oh, ich habe eine Idee. Okay. Oh, shit. Da. Ah, verdammt. Wir waren zu langsam. Wir waren viel zu langsam. Alles klar, gut, wir wissen Bescheid. Nicht genug Zeit. Oh shit. Verdammt, ist das schwer. Da, ich hab's. Schlag sind wir tot. Kann da jetzt nicht dein Ernst sein? Das kannst du absolut nicht wahr. Das kann doch jetzt absolut nicht wahr sein, oder?
Ah, scheiße, Leute, scheiße. Das war jetzt wirklich nicht mit Absicht. Der Gegner war ein bisschen schwieriger, als ich erwartet hatte. Das heißt, wir müssen jetzt echt vorsichtig sein, wie wir den am besten erledigen. Das ist eine gute Frage. Eine gute Frage, wie mach ich den jetzt fertig? Die Reaper-Gestalt bringt mir auch nichts. Die bringt mir echt nichts. Versuchen wir es nochmal. Schon. So, der ist schon mal erledigt. Jetzt. Komm. Scheißen Dreck. Scheiße. Komm noch mal. Okay. Ah, shit. Das war jetzt nicht das, was ich erreichen wollte. Nein! Scheißen Dreck. Jetzt aber. Komm schon noch ein bisschen. Ah, Idioten. Jawohl, ich hab's. Okay. War doch einfach. War doch gar nicht so schwer. Der verlorene Tempel ist geschafft. Gut, gucken wir mal, was haben wir denn so Schönes? Naja, geht, ne? Ist jetzt nichts Besonderes, aber... Aber das können wir nehmen. Das sieht doch gut aus. Das
sieht nicht schlecht aus. Das sieht gut aus. Und? Ja. Nee. Nee. Okay, wir kommen da gar nicht durch. Wir müssen das aktivieren. Tun wir das doch. Du spürst Schmerzen, Wächter, aber kein Verderben. Noch nicht. Verderben? Dann war es kein Traum. Die Erschaffer brauchen mich. Die Erschaffer sagen, du kannst die Gießerei erreichen und dass ein Wächter darin liegt. Die Gießerei, ja. Dort wurde ich gegossen. Aber sie ging verloren. Und jetzt, du wirst meine Hilfe brauchen. Das Verderben breitet sich weiter aus. Du schlummerst? Stein ist schwer. Es ist einfacher zu ruhen. In meinen Träumen bewege ich mich wieder. In meinen Träumen bin ich Fleisch. Dieser Ort, was ist er? Ich kann es nicht sagen. Es liegt mir auf der Zunge, aber meine Zunge scheint sonst wo zu sein. Wirst du mir helfen, Alter? Ja. Sollen wir? Ey, cool, wenn wir den jetzt steuern können, das ist ziemlich geil. Kleiner. In meinem Schlaf habe ich den Wächter gespürt. Er griff nach meinen Träumen. Er ist der stärkste von uns allen, aber in seinem Herzen befindet sich ein Hunger. Der Wächter wurde gebaut, um zu zerstören. Er hat mit dem Verderben viel gemeinsam. Du musst mit Eideart sprechen und mit dir selbst im Reinen sein, bevor wir dorthin gehen. Es gibt vielleicht kein Zurück. Okay. Steinvaters Tal. Ich dachte jetzt wirklich, dass wir den vielleicht auch nochmal steuern können. Aber wir haben einiges erreicht, oder? Ich denke schon. Aber wir brauchen dringend neue Waffen, Leute. Wir können aber auch eigentlich schnell reisen jetzt. Lass mich mal kurz gucken. Wo müssen wir hin? Ja. Ich wusste es. Ja, wir reisen schnell dahin. Ich habe jetzt wirklich gedacht, dass wir den irgendwie, ja, also, dass wir mit dem kämpfen können oder irgendwas anderes, aber da habe ich mich ziemlich getäuscht. Vielleicht machen wir das jetzt erstmal so, dass wir unsere Waffen stärken, dass wir unsere Fähigkeiten stärken. Also, dass wir neue Waffen kaufen und unsere Fähigkeiten stärken. Ja. Ich habe eure Schmiede wiederhergestellt und Stein zum Leben erweckt. Doch bin ich dem Baum jetzt näher? Sag es mir jetzt, Ältester, sonst bekommst du vielleicht nie die Gelegenheit. Ich habe gehört, die Gießerei sei gefährlich. Wie auch der Baum, Reiter, und der gesamte Wald. Deshalb musst du den Wächter wecken. Aber hast du dich gefragt, warum den Baum suchen? Beim Baum des Lebens werde ich die Absolution meines Bruders finden. Der Baum des Lebens ist ein Portal. Von dort kann man zu Orten reisen, von denen niemand träumt.
ob eine Welt aus Meeren und Wäldern oder Eis oder endloser Nacht. Der Baum existiert dort. Er erscheint vielleicht anders, und doch ist es derselbe Baum, und seine Wurzeln verbinden alle Reiche. Der Baum des Lebens ist nicht dort, wo Reisen enden, sondern wo sie beginnen. Okay, sprich mit dem Wächter. Aber bevor ich jetzt mit dem Wächter spreche, würde ich trotzdem gerne was machen. Ja, okay, da müssen wir sowieso hin, wegen den Klingen. Ja, okay, das machen wir später. Ne, wir machen das erst später. Leb wohl, Vorteil. Das heißt, jetzt, wenn wir da hingehen, können wir gar nichts mehr machen, oder wie? Ich weiß es nicht. Ich bin nur ein Bübchen. Alles klar. Die Schmiede der Erschaffer. Was führt dich zu mir? Gucken wir erstmal nach Waffen und Rüstung. War fleißig. Es gibt neue Ware. 57.300 und Gold sind das. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist mir alles viel zu viel, Leute. Sprechen wir mal mit der über das eine Thema. Bist du sicher, dass dieser Schlüssel etwas Besonderes ist? Valus scheint nicht sehr beeindruckt. Ja. Er beklagt den Verlust seines Freundes. Valus hatte einen Freund? Ja, seinen großen Hammer, Knochenspalter. Er hat schon viele Riesen gefällt. Aber Valus verlor ihn in einem Verlies westlich von hier. Das lastet schwer auf ihm. Wenn du meinem Bruder Das sieht so aus, als wäre das irgendwie zensiert. Kannst, achtet mal so ein bisschen drauf. Auf die Frau. Dir vielleicht eine Ob... Was hatte Valus in einem Verlies zu suchen? Wir hofften, die zerstörte Schmiede darin wiederherzustellen. Aber sie wurde verdorben und von Meer und Ungeziefer überrollt. Wir entkamen so gerade mit unserem Leben. Und das war nicht Karns Verdienst. Dieser Bub hat euch geführt? Ja. Zu dieser Zeit sahen wir darin kein Problem. Doch Karn würde alles tun, um sich zu beweisen. Ich fürchte, eines Tages wird er zu weit gehen. Okay. Du kannst den Hammer gleich hinter dem Fjord finden. Steinvater sei mit dir, Reiter. Leb wohl, Reiter. Finde die zerschlagene Schmiede. Also ich finde das ja cool, dass wir jetzt hier Waffen kaufen könnten, aber im Endeffekt wird das uns ja nicht viel bringen. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin nur ein Bübchen. Er ist nur ein Bübchen, okay. Ich habe 1000 Leben überdauert. Doch die Antworten, die du suchst, habe ich nicht. Wir gehen jetzt erstmal nochmal zu dem Typen, machen ein paar Upgrades. Du. Okay, fast alles. So, sollen wir es nochmal versuchen? Lass uns nochmal gegen den kämpfen. Ich bin überrascht, dass du so weit gekommen bist. Ich zeige dir, wie man das macht. Diese Schlacht ist noch lange nicht vorbei. Komm schon, zeig mir, was du drauf hast. Und ich dachte, du könntest nicht mehr hässlicher werden. Gewonnene Schlacht sollte niemals unbelohnt. Ha! Glück gehabt! Wir haben gewonnen. Vielleicht bin ich zu alt dafür. Alter, wir haben gewonnen. Ist nicht alles. Du
kannst also einen alten Krieger bekämpfen. Doch um dir einen Namen zu machen, musst du schon mehr schaffen. Beitir, Achidna, Argul, sie sind, was wir Erschaffer tot nennen. Töte sie alle. Dann akzeptiere ich vielleicht, dass du der wahre Sensenmann bist. Klingt nach einer Herausforderung. Wenn ich dein Henker sein soll, dann möchte ich mehr von jenen hören, die ich töten soll. Ich werde dir sagen, was ich weiß. Wo kann ich Beitir finden? Beitir und ihresgleichen lebten einst in den Schmiedelanden, jagten uns wie Vieh, als wir die Welt zu unserem Zuhause machten. Eine nach der anderen dieser Bestien jagten und erschlugen wir. Beitir, sie hat sich selbst tief eingegraben und kommt nur heraus, um zu fressen. Ich weiß nur, dass sie eine Bestie aus Feuer und Rauch ist und dass sie ihre Höhle unter der Erde hat. Was ist mit Ronhold? Einst war Ronhold ein Freund meines Volkes. Warum brauchst du dann meine Hilfe? Unser Wald ist dem Verderben anheimgefallen. Und Ronhold ist ein Wesen dieses alten Waldes. Sie sind miteinander verbunden. Ronhold steckt voller Verderben. Er muss erlegt werden. Selbst ich kenne den Namen Achidna. Warum willst du ihren Tod? Eine alte Schuld. Geschmiedet noch vor deiner Zeit. Alle kennen das Schattenreich von Achidna. Warum reist du nicht dorthin und tötest sie selbst? Ich habe es versucht. Fand ihr Reich jedoch in Chaos vor. Die Spinnenfürsten haben ihren Thron in Blut gebadet. Und Achidna war nirgends zu sehen. Ich kehrte zu meinem Volk zurück und ließ die Schuld unbezahlt. Erzähl mir von Argul. Ach, ein Verrückter, eine Bestie, die töten muss. Ich konnte die Tat selbst sehen, als der aktuelle Fürst der Knochen sich erhob und den verrückten König der Untoten besiegte. Also lebt Argul nicht mehr? Meine Knochen sagen mir immer etwas anderes. Ja, Leute, da haben wir gegen den gewonnen und haben direkt einen Fähigkeitspunkt erhalten. Jetzt haben wir... Ist zwar nicht schlecht, aber ich würde vielleicht sagen... Was ist damit? Nehmen wir mal das hier. Okay. Gut. Okay, wir müssen Ronhold finden und töten. Okay, wir müssen alle töten. Klar. Möge die Schmiede der einen Weg erhellen. Ja, wir sind ja auch ziemlich weit gekommen bei diesem Spiel, muss ich sagen. Oh nein. Das war nicht das, was ich wollte. Scheiße. Können wir den jetzt nochmal steuern? Die Zeit ist also gekommen. Erzähl mir von der Gießerei. Sie ist ein heiliger Ort, wo die Seele mit Stein vereint wird. Von hier aus sieht er nicht so heilig aus. Die Finsternis hat in unserem Reich wenig verschont. Aber die Gießerei ist ein Ort der Magie. Sie ist stark. Und mit deiner Hilfe erobern wir sie uns wieder zurück. Was ist aus den anderen Wächtern geworden? In meinen Träumen habe ich viele meiner Brüder gespürt. Doch nur einer ruft noch immer. Uran, ein äußerst alter Wächter. Sein Lied verfolgt mich noch immer, obgleich sein Stein verloren ist.
aber auch keinen Sinn. Du hast den Wächter gehört. Allein ist das nicht sicher. Du brauchst Hilfe. Okay. Haben wir hier irgendwas? Nein, ne? Da haben wir aber was. Seht ihr, Leute, wir wären beinahe dran vorbeigelaufen. Beinahe. Vielleicht noch auf der anderen Seite. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir gucken trotzdem mal nach. Nee, alles klar, da ist nichts. Gut, dann können wir. Da war eine Kiste. Oh Scheiße, die habe ich ja gar nicht gesehen. Ausflug. Nur die Frage ist, wie komme ich da hin? Erstmals glaube ich gar nicht. Schön, dich wiederzusehen. Mal, was haben wir denn hier so für Möglichkeiten? Nee, hier geht's nicht weiter. Hätte ja sein können. Ich hab dich, Reiter. Spring an Bord. Okay, cool. So. Ja. Nein. Ah, oh, das war jetzt voll unnötig. Scheiße. Okay. Die Kiste nehme ich auf jeden Fall mit. Na, ach, bitte nicht. Scheiße, Leute, das war jetzt echt nicht mit Absicht. Verdammt. Okay. Bist du da, Reiter? Nein.
Jetzt aber. Ah ja. Bleib dort. Ich nehme die Tür. Lass ihn fallen. Das ist der Wächter, Reiter. Und wenn du zum Baum kommen möchtest, muss ich ihn erwecken. Und was dann? Der Wächter wird tun, zu was er geschaffen wurde. Das Verderben vernichten, das den Baum blockiert. Aber er sieht fertig aus. Warum steht er nur dort herum? Der Körper ist fertig, ja. Aber so, wie er dort steht, ist er nicht mehr als toter Stein. Um dem Stein das Leben einzuhauchen, müssen wir ihm die Essenz eines Erschafferherzens geben. Sogar drei davon, bei einer Kreation dieser Größe. Und wie können wir das machen? Diese Herzsteine waren fertig, zusammen mit dem Wächter. Wurden aber nie mit dem Stein vereint. Sie sind alle im Tempel. Wir müssen nur nach ihnen suchen. Dann los! Okay, der erledigt ihn schon. Was? Schon vorbei? Ja, mir ist das immer so schnell. Okay. So. Oh, er ist ziemlich stark. Er ist wirklich sehr stark. Okay, hier gibt's nichts. Bringt alles nichts. Schade. Ich hätte gerne die Kiste mitgenommen. Da kommen wir auch nicht hoch. Momentan nicht, nein. Scheiße. Okay, überlegen wir uns jetzt erstmal, wie wir hier weiterkommen. Steig auf, Reiter. Ich werfe dich. Ja, wohin? Hierhin oder was? Ich habe schon Steine geworfen, die größer waren als du. Okay, cool. So. Alles klar, dann kann's losgehen. Wie kriege ich den jetzt nur nach oben? Das verstehe ich nicht. Wie kriege ich den jetzt bloß nach oben?
Okay, gut. Das sieht doch schon mal gut aus. Komm schon. Okay. Tja, was bringt das? Oh, Leute, ich komme gerade voll durcheinander. Aber gut. Ja, das bringt nichts. Scheiße. Nee. Ich glaube, hier sind wir komplett falsch, Leute. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Nee. Okay. Shit, jetzt sind wir wieder hier. Was bringt das alles? Zeig mir den Weg. Ja, wie soll ich bloß da rüberkommen? Das verstehe ich nicht. Okay. Okay, das ist jetzt ein bisschen schwieriger als erwartet. Bringt das was? Ja. Das war schön und gut, aber was bringt mir das? Das bringt mir doch gar nichts. Scheiße. Ja, ich habe jetzt gerade gar keine Idee. Ich habe keine Idee, was wir machen sollen.